Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und direkt zu Beginn, kurz vor der Aufnahme, schlägt hier direkt mal ein Feuer ein und jetzt brennt hier der Wald. Das kann natürlich auch auf unser Kabel übergehen, dann ist es kaputt. Und da es jetzt nicht mehr regnet, ist so ein Brand, insbesondere von Bäumen, die man auch gerne fällen möchte, nicht so schön. Außerdem kriegen wir die Meldung, weil das im Heimatgebiet liegt. Das Heimatgebiet kann man sich anzeigen lassen über einen dieser... Und man kann einfach hier hingehen auf Zone, Arbeitsgebiet, Arbeitsgebiet erweitern, Heimat. Und dann sieht man hier, das Blaue ist das Heimatgebiet. In diesem Bereich wird gereinigt, aufgeräumt und solche Sachen. Und ja, und natürlich auch Feuer gelöscht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, werden gleich ein paar Leute auch tätig werden. Das hier muss eigentlich kein Heimatgebiet sein. Da muss nicht aufgeräumt werden. Da ist unser Hütchen, ach unser Hütchenspiel, sei schon unser... Wie heißt das hier? Unser Hufeisenspiel. Da lege ich aber keinen gesteigerten Wert darauf, dass da auch sauber gemacht wird. Ich werde die Zone daher mal so ein bisschen verkleinern. Hier ist auch nur Heimatgebiet, weil ich hier mal den Wald geplant hatte und da eine entsprechende Landwirtschaftszone angelegt hatte. Die gibt es aber schon gar nicht mehr. Trotzdem, das Heimatgebiet bleibt. Man kann einstellen, ob sich beim Bau das Heimatgebiet hier automatisch erweitert oder nicht. Das ist... die Lernhilfe brauche ich nicht. Wartet mal... Kolonistenanzeige, Raumstatusanzeige. Was ist das nochmal? Diese hier, ne? Genau. Schaltet das automatische Erweitern des Heimatgebietes bei neuen Konstrukten ein aus. So. Das hier mache ich an. Das schaltet das automatische Wiederaufbauen von zerstörten Strukturen im Heimatgebiet an. Denn angenommen, hier geht was kaputt durch Feuer. Explosion oder sonst was, dann wird an der Stelle das wieder aufgebaut, was vorher war. In den meisten Fällen will man das ja auch. So, da kommt jetzt LP zum Löschen, in der Tat. Und jetzt regnet es auch schon wieder, sodass das Löschen auch von Hand, also von automatisch passiert wäre. Wir haben die erste richtige Ernte. Also, gut, wir hatten jetzt schon mehrfach Reis und auch, ich glaube, schon einmal Kartoffeln. Jetzt sind aber auch Baumwollernten schon gewesen und hier Kräutermedizin. Das ist wunderbar, das muss aber alles ins Lager. Weil im Regen und den Witterungseinflüssen ausgesetzt, ist das hier für Baumwolle und für Kräutermedizin nicht so gut. Wir haben aber eine neue Quest. Und zwar ein Zuhause für Sushi. So, Evantia Byrenios, Herzogin der Fraktion Das Weiße Land, hat eine Anfrage für dich. Sie möchte, dass du dich in Welplingen für 24 Tage um ihr Lieblingstier kümmerst. Das Tier, ein Alpaka, heißt Sushi. Nach einer bestimmten Zeit wird ein Shuttle kommen, um Sushi abzuholen. Falls du sie lebend auf das Shuttle bringst, wird derjenige, der die Quest annimmt, 3 königliche Gunst von Das Weiße Land erhalten. Du musst Sushi bei Welplingen behalten und darfst sie nicht vorschicken. Fortschicken. Ja, Mann, oh Mann. 3 königliche Gunst. Und wir müssen uns um so ein blödes Alpaka kümmern. Wisst ihr was, Leute? Ich habe da voll Bock drauf. Ich finde das richtig gut. Das ist toll gemacht. Wir nehmen diese Quest natürlich an. Wer macht das? Lippi ist schon Freibeuterin. Freibäuerin, Entschuldigung, nicht Beuterin, das wäre was anderes. Ich würde sagen, Dragner nimmt das Ding jetzt mal an. Und Sushi ist schon eingetroffen. Da, wird einfach mit einer Kapsel hierher geschickt. Fantastisch. So, für Sushi gelten jetzt ganz besondere Regeln. Und zwar aus Sicherheitsgründen werden wir jetzt eine Tierzone errichten. Das heißt, wir gehen hier auf Gebiete verwalten. Und wir können ruhig das Gebiet 1 nehmen. Das benennen wir um. Das ist die Tierzone generell. Ja, also Tiere dürfen sich generell in diesem Bereich dann aufhalten. Hoppla. So. Ja, so passt es. Und das werden wir jetzt erweitern auf den Bereich hier, ich sag mal, bis zum Fluss. So. So, ruhig bis hier hinten, dann können die da auch an dem Felder rumknabbern. Und bis hier sowieso. Okay. Das ist also das erlaubte Gebiet, in dem sich alle aufhalten dürfen, die jetzt diese Zone zugewiesen bekommen. Das geht über Tiere in diesem Fall. Und wir können jetzt hier sagen, Scotch bleibt in dieser Zone. Die Geiß, die noch nicht geschlachtet ist, bleibt in dieser Zone. Und ja, natürlich auch das Alpaka-Tier. So, und dann wollen wir natürlich mal anfangen, unsere Grenzen so ein bisschen abzusichern.
Wir haben ein paar Steinblöcke hier aus, also granitische Blöcke, die werden wir benutzen, um eine Mauer zu errichten. Granit, und wir machen hier mal das Gebiet so ein bisschen zu. Erstmal nur ganz harmlos, ganz wenig. Einfach so, dass da keiner rein oder raus kann, so ohne große Aufwände zumindest. Dann würde ich das vielleicht hier auch machen. Dann machen wir mal eine Holztür hier hin und noch Granitwand dahin und dann ist das auch safe. Und dann werden wir uns natürlich über kurz oder lang auch überlegen, das hier komplett dicht zu machen. Aber erstmal soll das so schon mal ganz gut sein. Wir haben auf diese Art und Weise schon mal kontrolliert, dass alle Angreifer im Grunde hier rumkommen müssen oder von hier, sodass wir hier warten können. Ja, weil, dass sich Angreifer am Anfang des Spiels hier durch solche Steinwände arbeiten, ist noch recht selten. Das passiert später auch. Da muss man schon andere Geschütze auffahren. Fürs Erste ist das aber völlig in Ordnung so. Okay, gut, die Granitwände stehen, zumindest dort. Was ist jetzt? Fressattacke, Elpi. Elpi hat Hunger, der frisst sich durch die Vorräte und er hat schlechte Laune und zwar das leichte psychische Brummen. Ja, Elpi ist ja eine Frau und das psychische Brummen ist noch aktiv. Quelle unbekannt, ja. Es wird irgendwann vorbei sein. Wir haben eine Vorratskapsel registriert. Da befindet sich, was ist das? Hasenfleisch drin. Es liegt sehr weit weg. Es ist im Grunde fast unerreichbar, weil wenn wir hier zumachen, müssten alle Leute... Moment. Es ist unerreichbar. Wir haben diesen Bereich effektiv dicht gemacht. Muss ich nochmal eine Granittür bauen da rein, damit wir hier auch noch rauskommen irgendwie. Sonst schneiden wir uns nämlich von diesem Bereich komplett ab und das wollen wir ja auch nicht. Ja komm, ich werde diese Tür abreißen und da auch noch eine Granittür einsetzen. Das macht schon mehr Sinn, wenn man schon die Granitwände baut, ne? Ja, es ist recht dunkel überall. Also auch dort, wo eine Feuerschale steht, ist es insgesamt eher dunkel. Das macht halt nicht so viel Licht wie eine Lampe. Jetzt, wo wir aber Strom haben, könnten wir schon hingehen und ja, ein bisschen bessere Beleuchtung bauen. Vor allem könnten wir aber auch eine Steinmetzwerkbank hinstellen. Da. Dort können wir nämlich die ganzen Geröllsteine, also diese hier zu Steinblöcken, die wir dann halt eben verbauen können, verarbeiten. Ich lasse das im Moment mal noch sein. Holz ist ein echtes Problem und vor allem, dass auch keiner das jetzt fällt. Ich glaube, ich muss die Waldarbeit noch ein bisschen höher priorisieren. Dass da, wenn wir Bäume markieren zum Fällen, dass die auch immer gefällt werden. Gut. Schaut ihr, und schon geht's dann nämlich los. Obwohl, das war jetzt wahrscheinlich unabhängig davon. Schweine bleiben. Ui, eine Gruppe ausgesetzter oder verwirrter Schweine hat das Gebiet betreten. Sie scheinen den Menschen zu vertrauen und treten der Kolonie bei. Oh, das sind ja einige. Oh, das ist im Grunde nicht schlecht. Schweine kann man ausbilden zu Tieren, die auch etwas tragen können. Das mache ich jetzt mal. Dazu müssen die zuerst gehorsam lernen und danach dann halt eben tragen. Die bleiben aber auch erstmal in der Tierzone, damit sie nicht komplett über die Karte laufen. So, dass die Geiß immer noch nicht getötet wurde, ist ein bisschen störend. Das müsste jetzt auch mal erledigt werden. Ah, das können nur Teepfleger. So. Ich wecke jetzt den Drachen. Ich möchte, dass das erledigt wird. Ah, und auch ganz wichtig, an unserer Schlachtbank, die jetzt auch fertig ist, müssen wir einen Auftrag stellen, Schlachten von Kreaturen, und zwar immer, sodass immer, wenn wir tote Tiere haben, die auch geschlachtet werden. So.
Jetzt können wir hier sagen, schlachten, und dann holt die sich hier die Geiß rein und schlachtet die. Gut. So viel dazu. Wir haben echt wenig Essen. Bedenklich wenig auch. Das Gebiet, in dem wir sowieso mal anbauen werden. Das können wir durchaus schon in der Form vorbereiten. Das kostet nur 40 Stahl, ne? So. Ich stelle die hin. Wir aktivieren die noch nicht. Dürfen wir nicht, weil das sind elektrische Geräte, die dann im Regen stehen würden. Das ist nicht so gut. Deswegen nur vorbereiten. Jetzt werden die Bäume gefällt. Und wenn wir dann nämlich Baumaterial haben, dann können wir hier halt auch mal die Holzböden reinlegen. Und in die Küche, da kommt ein Steinboden. Ja, wir haben keine große Auswahl. Ja, wir haben erbärmlich wenig Auswahl. Also, gut, Teppiche gibt es dann eventuell noch. Aber sonst war es das. Leute, vielleicht nehme ich doch nochmal ein paar weitere Mods dazu. Denn alles nur aus Holz und diesen, ja, das ist einfach zu wenig, finde ich. Wieso pennt Dylan eigentlich ständig auf dem Boden, obwohl hier ein Bett steht? Das muss mir mal einer erklären. Ist doch unglaubwürdig. Es sei denn, Dylan steht drauf. Das kann sein, dass er Asket ist. Ich schau mal kurz nach. Nee, ist es aber nicht. Kein Asket. Tja. Batterien benötigt. Ja, die Forschung. Wir sind immer noch nicht dabei, die Bäume zu forschen. Also, aus irgendeinem Grund funktioniert das nicht, weil alles andere, Feldarbeit und Bergbau, immer wichtiger ist. Und natürlich das Aufsehen. Ich muss das Aufsehen auch auf 1 setzen, dann kann ich das Forschen auf 1 setzen. Aber dann ist Lippi im Grunde raus, weil dann ist sie nur noch am Forschen. Und Feldarbeit und Bergbau, das fällt dann eigentlich auf Dragner alleine zurück. Wir können das alles auch auf 2 setzen. Das Problem ist nur, gut, Feldarbeit ist ja jetzt nicht. Also eigentlich hätte Lippi links mal weiter forschen müssen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. So, da ist noch eine Vorratskapsel. Na, das ist Wolle. Schafwolle. Das ist jetzt auch, auch weit weg, aber ich erlaube mal, dass die Leute es sich reinholen dürfen. Ohne so eine Mod von wegen hier jetzt sofort tragen, ist es auch immer schwierig. Man kann halt nichts markieren, man muss alles einzeln machen. Oder aufqueuen. Wir werden Probleme bekommen, wenn wir nicht bald hier das mit dem Essen machen. Ich werde darum jetzt hier Zonen anlegen, Anbauzonen. Ja, das wussten wir ja schon hier, das ist aber nicht schlimm. So, wir haben 4 Anbauzonen. Kartoffeln. Reis. Hallo? Da. Mais.
Obwohl hier bei dem... Ich mache hier auch Mais. Also nee, wir machen das anders. Wir machen hier oben beide Mais. Hier unten einmal Kartoffeln. Und hier nochmal Baumwolle. Und dann machen wir hier Heilpflanze jetzt auf diesen beiden Feldern. Und die lassen wir erstmal so stehen. Okay. Gut, das ist viel Arbeit jetzt. Das Ding muss jetzt ausgeschaltet werden. Kriegt eh keinen Strom, aber trotzdem. Da müssen wir natürlich auch wieder Stahl abbauen. Ist eh schon Auftrag vorhanden. Ah, die Kühlung ist auch da. So, Leute, ganz vergessen. Die stelle ich jetzt runter auf minus 9 Grad. Dann unten rechts steht die Temperatur. Im Moment ist es 13, 10, 8 Grad, 5, 3, 0, minus 3, 4. Und jetzt haben wir hier tiefgefroren und darum verdirbt das Essen nicht mehr. Wunderbare Sache. Ganz, ganz wichtig. So, diese Kartoffeln sind auch nicht mehr so lange haltbar. So, und Lippi ist jetzt dabei, hier einzupflanzen. Wir sind im Sommer, wir haben also noch ein bisschen Zeit zu ernten. Bis Ende September haben wir vielleicht Glück, dass noch was hierbei rumkommt. Und das sollte es besser auch. Ja, wir lassen es jetzt erstmal alles einpflanzen. Beziehungsweise können wir natürlich auch sagen, dass die Feldarbeit nochmal auf 1 kommt bei einigen. Damit wir sicher sind, dass das passiert. Risiko, Zusammenbruch leicht für Lippi. Und wenn das passiert, muss man wenigstens mal gucken, woran es liegt, ob man was tun kann. Ja, verschwitzt, abscheuliches Schlafzimmer, unansehnliche Umgebung, leichter Erholungsmangel, hungrig, chemisches Verlangen. Lippi hat Rauschmittelinteresse und möchte gerne irgendwas nehmen. Es gibt jetzt diverse Möglichkeiten. Ich möchte eigentlich keins davon machen im Moment. Schon wieder auf dem Boden gepennt. Sehr hungrig. Oh, Nase abgeschossen und linkes Ohr auch abgeschossen. Um Gottes Willen, auch sehr hungrig. Ja, Moment mal. Aufsehen 1 bei Lippi. Lippi schläft gerade. Nichts zu essen gebracht für unsere Gäste. Wir müssen mit den Rationen, glaube ich, ein bisschen hochgehen. Jetzt, wo wir sie kühlen können, ist es nicht mehr nötig, nur 15 zuzubereiten. Da würde ich sogar sagen, dass wir mal auf 40 oder 50 gehen. Und unter 30 wieder weiter kochen. Aber immer so ein Puffer, wo dann mal nicht gekocht werden muss. Jetzt ist Steinbockfleisch im Lager verdorben. Wir hätten es auch in die Kühlung legen können. Aber gut, jetzt. Ich denke, wir können erstmal von den normalen Feldfrüchten jetzt Rationen anlegen. Das ist alles in Ordnung. Gut, funktioniert auch. Jeder holt sich da sein Essen. Da würde ich sagen, ist erstmal alles in Ordnung. Natürlich muss hier unten jetzt im Boden rein. Also, ich werde zum nächsten Mal noch eine Mod aktivieren oder mit reinnehmen, wo wir mehr Auswahl an Böden haben. Denn ich bin nicht damit einverstanden, überall diese Steine jetzt zu legen. Das sieht dann total langweilig aus. Ich meine, dafür sind Mods ja auch da. Ich hatte zwar gesagt, wir machen es ohne Mods, aber es ist eh schon aufgeweicht. Das heißt, jetzt kommt noch so peu à peu mal eine Mod dazu. Es wird keine Mod-Collection geben. Sucht sie euch bitte selber raus bei Steam. Eine Mod-Collection zu erstellen, das ist im Grunde jetzt kein großer Akt, aber müsst es dann ständig aktualisieren, wenn eine neue Mod aktiviert wird und so weiter. Und deswegen, guckt es euch aber selber an. Die Mods stehen beschrieben in der Videobeschreibung, hoffe ich. Falls das noch nicht der Fall ist, hole ich das nach, keine Sorge. Hat nicht so die Riesenpriorität für mich, ehrlich gesagt. Okay.
Ich denke, das soll es dann für diese Folge gewesen sein. Windräder sind momentan nicht blockiert, müssen wir auch nichts tun. Das heißt, das Leben in der Kolonie kann ganz normal weitergehen. Dragner ist fleißig hier, fleißig dort. Überall kleine Samen schon gesetzt. Sieht gut aus. Es wird was. Wir kriegen hoffentlich noch eine Ernte. Das wäre toll. Eine Hochzeit steht an. Oh, 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 Leute. Elpi kniete nieder und erklärte Dragner, dass er die Person ist, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen will. Dragner hat zugestimmt und die beiden sind jetzt verlobt. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Überlege dir einen Hochzeitsplatz aufzustellen, wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Naja, sie dürfen es machen, wo sie wollen, finde ich. Und ja, Elpi wird ihren Nachnamen in Kürn ändern. Das ist wunderbar. Ist doch schön, oder? Aber die Schweine fressen natürlich auch, ne? Muss man ja halt auch mal sagen. Und wenn wir jetzt trainieren wollen, dass die gehorsam werden und so. Ist noch nicht. Wieso ist Beschützen aktiv? Ach so. Ja, verstehe. Zahmheit. Beschützen muss zuerst sein. Okay. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Trainierbarkeit gut. Wildheit 7%. Ja, die Zahmheit ist das Erste. Und um Tragen zu lehren, müssen wir erst Beschützen beibringen. Und ja, man kann noch diese Sachen auch trainieren, das lasse ich aber sein. Tragen ist halt enorm wichtig. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.